Oh mein Gott! Bam, bam, bam! Ozean und Berge in einem. Für mich gibt es aber mal Bikini und demnach dachte ich mir, ich zeige euch mal unsere Bude, mache eine kleine Roomtour. Dusche mit dem Meerblick. Hier die nächste Terrasse, die ich in meinen Worten sagen würde, fucking epic. Yo Leute und hi an alle, die neu dabei sind. Ich bin Nina und die meisten von euch haben es schon verfolgt. In meinen letzten Videos habe ich euch mitgenommen nach Madeira und zu den coolen Trails dort. Im Zuge dessen gab es auch viele, viele Fragen von euch generell zu dem gesamten Trip. Es wird eine kleine Roomtour vom Apartment geben, eine grobe Kostenaufstellung vom gesamten Trip, Wissenswertes generell über die Insel. Und ja, in diesem Sinne, Leute, auf jeden Fall dranbleiben. Es geht gleich weiter. Ich würde mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben sehr freuen und schreibt mir doch mal in die Kommentare, seid ihr schon länger auf meinem Kanal unterwegs? Seid ihr gerade neu dabei? Das würde mich echt interessieren. Ich versuche auch alle eure Kommentare zu beantworten. Und demnach, Leute, let's go! Jo, Leute, und liebe Grüße aus Madeira in Portugal. Wir sind soeben vor einer Stunde gelandet, gerade in unserem Apartment angekommen. Hey Leute, Vorfreude. Stoke ist ultra high. Alter, hast du die Terrasse schon gesehen? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Moni, wo wohnen wir? No. Ja, das habe ich doch gesagt, alles ist open. Wir sind da, oder? Alter, das ist unser Zimmer mal fix. Was sagst du? Mädelszimmer. Oh mein Gott, ich bin so glücklich. Bam, bam, bam. So muss das sein, Leute. Staubt. Der Moment, wo du aus dem Wald rauskommst und das Meer siehst. Wenn du denkst, besser kann es nicht werden, dann kommt das. Guten Morgen, Leute. Die anderen sind heute schon früh aufgestanden. Die fahren bei einem Downhill-Rennen mit. Für mich gibt es aber stattdessen mal Bikini und natürlich Sonnenschein wie jeden Tag. Und demnach dachte ich mir, ich zeige euch mal unsere Bude, mache eine kleine Roomtour. Wie schon gesehen, diesen wunderschönen Ausblick von unserem Balkon hier, alles mega geräumig. Oh mein Gott, heute ist keine einzige Wolke am Himmel. Mega Ausblick hier. So sieht das aus. Aber dann gehen wir mal weiter. Hier zwei Betten, hier die berühmt-berüchtigte Dusche mit dem Meerblick. Das Badezimmer, Kasten und geschamig darf man in diesem Apartment nicht sein. Denn hinter diesen Türen verbirgt sich die Toilette. Weiter geht's zur nächsten Sonnenterrasse. Also an Terrassen, Balkonen dürfen wir uns hier wirklich nicht beschweren. Mit diesem Ausblick. Oh mein Gott, Leute, dieser blaue Himmel! So, dann gehen wir mal weiter nach unten. Das ist die eigentliche Haustür hier. Gartentor, hier auch so eine kleine Terrasse. Hier ein weiteres Badezimmer mit WC. Die Waschmaschine läuft. Das ist oben. Hier Wohnzimmer und Essbereich. Mit Küche, alles voll ausgestattet. Hier die nächste Terrasse. Wie geil ist es, dass unser Wäscheständer einfach mal pink ist. Feier ich voll. Mein wunderschönes Fahrrad. Generell ist das Apartment für mindestens 6 Personen ausgerichtet. So, dann geht es weiter in eines der Jungszimmer. Hier zwei Einzelbetten, sogar separates Badezimmer mit WC und Kasten. Und hier im Gang geht es noch weiter in ein weiteres Zimmer, Dusche, WC und ein kleines Doppelbett. Also was das Apartment angeht, das heißt Serenity,
kann ich euch wirklich empfehlen. Ich habe auch schon Nachrichten bekommen, hey, da war ich auch schon, Dusche mit Meerblick. Ist wirklich richtig cool. Dann kommen wir mal zur Kostenaufstellung. Ich habe mir hier meine schlauen Notizen gemacht. Prinzipiell ist es so, dass wir einen Kombi-Deal hatten aus Apartment und Bike Shuttle. Insgesamt waren wir 5 Personen. Ich habe bezahlt fürs Apartment für 10 Tage 360 Euro und 245 Euro für das Bike Shuttle. Im Schnitt pro Tag 70 Euro fürs Bike Shuttle, aber nicht pro Person, sondern wirklich pro Tag. Das heißt, ich habe im Ganzen 605 Euro für Wohnen und Bike Shuttle für 10 Tage auf Madeira bezahlt. Darüber hinaus kommt natürlich noch der Flug. Wir haben auch nicht sonderlich früh gebucht. Ich glaube, maximal einen Monat davor, also wirklich nicht ein halbes Jahr davor. Mein Flug war 360 Euro plus 2x 80 Euro fürs Bike, quasi 80 Euro pro Strecke. Wir waren unterwegs mit Condor und ja Leute, jeder von uns hatte sein eigenes Bike dabei. Viele weitere Fragen von euch waren unter anderem, warum fährt man dort mit dem Shuttle? Auf Madeira gibt es so unglaublich viele Trails und diese ganze Insel ist durchlöchert von Tunneln. Der höchste Punkt von Madeira ist nicht ganz bei 2000 Metern und das ist ein bisschen anders wie bei uns, weil es geht entweder nur steil nach oben, man fährt durch die Tunnel oder man fährt halt wirklich auf der Straße hoch. Deswegen Bike Shuttle einfach perfekt, um wirklich alle Trails abzukommen. Eine Frage: Wie sind die Trails dort? Gibt es dort viele Möglichkeiten? Ja, es gibt einfach so unglaublich viele Trails, so viele Möglichkeiten dort zu fahren. Wenn ihr das alles uphill pedalieren würdet zuerst, dann könnt ihr, keine Ahnung, ein Hundertstel von dem fahren, was es einfach dort für Möglichkeiten zum Runterfahren gibt. Und die Trails an sich sind einfach der Hammer. Ihr müsst euch auf jeden Fall meine Videos, die letzten 2 oder 3 reinziehen. Das letzte Video zum Beispiel von dem Trail, der durch das Waldbrandgebiet ging. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf Asche gefahren seid. Alter, das schaut schon wild aus, gell? So und so. Und die Trails. Die Trails sind so vielfältig. Da gibt's alles von steil, flach, flowig, steinig, matschig. Es ist alles dabei, das ist so abwechslungsreich und macht so Spaß. Das Klima dort ist auch relativ konstant, das heißt im Sommer ist es dort auch nicht so heiß wie bei uns und im Winter ist es relativ warm. Wir hatten immer so plus minus 20 Grad, also perfekt, um in der Sonne zu liegen und nicht zu schwitzen. Am Bike einfach ideal. Das Einzige, was man gebraucht hat, war mal eine Regenjacke und das war's. Bei uns war es auch so, dass wir unsere Unterkunft absichtlich so gewählt haben, dass die ein bisschen abgelegener ist. Sprich, Funchal ist die Hauptstadt von Madeira, dort ist auch der Flughafen. Wir waren in Jardim do Mar. Das ist circa 45 Minuten mit dem Auto entfernt. Ist ein Minidorf, wo man aber alles hat, was man braucht. Jardim liegt auch im Süden, südwestlichen Teil der Insel. Es ist wirklich so, dass jeder Inselteil oder jede Seite variiert so krass in der Vegetation. Das heißt, auf der einen Seite ist es noch grüner als auf der anderen. Da sieht es teilweise aus wie im Dschungel. Ich schwöre, ich habe einen Dinosaurier gesehen. Man kommt einfach nicht aus. Es sind nur unglaublich krasse Eindrücke, Ausblicke, wie ich in meinen Worten sagen würde, fucking epic. Zieht euch das mal rein, weil ich war einfach wirklich jeden Tag aufs Neue so verblüfft von dieser Insel. Ich bin wirklich verliebt in diese Insel. Einfach den Ozean und Berge in einem. Und ich meine, fast 2000 Meter Höhe, das sind richtige Berge. Also da fühle ich mich einfach so wohl. Schaut mal, Leute. Bike, der Ausblick da. Snacken at its finest. Zieht euch einfach mal diese Eindrücke rein. Es ist unglaublich. Was man sich auf Madeira wahrscheinlich überlegen sollte, ist, sich ein Mietauto zuzulegen. Wir hatten keines, also wir Biker, denn wir haben das alles mit dem Shuttle erledigt. Im Supermarkt waren wir immer nach einem Biketag und haben das quasi in einem Abwasch erledigt. Aber der Fritz zum Beispiel hatte ein Mietauto, soviel ich weiß, kann man die auch wirklich ultra günstig erwerben. Wie läuft Bike-Shuttlen überhaupt ab?
Also, man hat einen Fahrer und man hat einen Guide. Das heißt, man fährt da nicht einfach blind die Insel ab und hat keine Ahnung, wie und was und wo ist der Trail und so weiter. Unser Bike Shuttle war Bike Culture, by the way. Und apropos Einkäufe. Wenn es jetzt um Lebensmittel geht, Einkäufe waren immer günstiger. Es war nicht bei allen Lebensmitteln so ein krasser Sprung, aber im Schnitt kann man wirklich sagen, definitiv viel günstiger. Wenn man jetzt auswärts essen geht oder was trinken geht, kommt es natürlich darauf an, wohin man geht. Es gibt die typischen Tourist-Spots, wo man für einen Aperol-Spritz gleich mal 10 Euro zahlt. Oder es gibt richtig coole Lokale, wo man richtig geilen Burger isst um 3 Euro. Das kommt halt wirklich darauf an. Da ist auch super, wenn man einen Guide hat, der weiß genau, wo man hingehen muss, wo man das geilste Essen bekommt und vor allem, wo man das geile Seafood, das Lokale bekommt. Ich liebe Seafood. Wie schaut es mit euch aus? Essen generell war ausgezeichnet. Das muss auch mal auf jeden Fall erwähnt werden. Was auf jeden Fall auch erwähnenswert ist, Madeira ist keine typische Badeinsel. Also Madeira ist ja auch berühmt, nicht nur fürs Biken, nicht nur für die schönen Blumen, sondern auch für Surfen und wirklich nur für Pro-Surfer. Es gibt dort künstlich angelegte Strände mit Sand aus Marokko. Es gibt dort auch schwarze Sandstrände. Und was die schwarzen Sandstrände angeht, meine weiteren Highlights von Madeira, die ich euch noch gar nicht gezeigt habe, unter anderem Mystical Forest, weitere wirklich tolle Dinge, vor allem von der anderen Seite der Insel. Ich habe die Dinosaurier schon angesprochen. Seid auf jeden Fall gespannt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben hier und schreibt es mir in die Kommentare. Wie gesagt, ich versuche alle Kommentare zu beantworten. Und demnach, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Im Übrigen findet ihr auch alle Infos nochmals unten zusammengefasst in der Videobeschreibung mit den ganzen Links und so weiter.